Sonntag nach dem Christfest. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Von Gott Geliebte, wir hören Gottes Wort durch den Evangelisten Lukas im 2. Kapitel, die Verse 22 bis 40. Und als die Tage ihrer, Marias, Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, Jesus, hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn, also Gott, darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, 2. Mose 13, Vers 2 und 13, Vers 15, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und sie kamen, um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. 3. Mose 12, Vers 6 bis 8. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern, Maria und Josef, das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme. Und Simeon lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und Jesu Vater und Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde, und sie pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie, Maria und Josef, alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit, und Gottes Gnade lag auf ihm. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen Sie alte Menschen? Bestimmt. Die sind schon ziemlich eigenartig. Und für die Jungen, wir werden ihnen immer ähnlicher werden im Laufe des Lebens. Ich hatte einen alten Menschen als Lehrpfarrer. Der hatte schon 6 Vikare vor mir betreut, und jeder und jede war völlig anders gepolt, und ich war sein 7. und letzter. Ich wünsche ihm alles Gute in seinem Ruhestand in Erlangen und dass er immer noch so frisch im Lernen und Verstehen bleibt wie zu der Zeit, als ich durch ihn viel Gutes erfahren durfte. Manche alte Menschen sind wie Hanna und Simeon. Sie hören nicht auf, sich vom Leben überraschen zu lassen. Heute sehe ich den ältesten je gewählten US-Präsidenten, Joe Biden, der munter sich durch die Krankheit
nicht unterkriegen lässt, sich die Corona-Impfung vorbildlich geben lässt, der seine Behinderung des Stotterns mit jedem Satz neu überwindet. Seine Regierung soll eine Menge liegen gebliebene Dinge überwinden und wieder Menschlichkeit und Frieden bringen. Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg und bin mir sicher, dass in vieler Hinsicht gute Pfade für Amerika und die Welt von seiner Regierung eingeschlagen werden. Manche alte Menschen sind wie Hannah und Simeon. Sie achten auf die Zeichen der Zeit und sie danken Gott für seine Gegenwart. Das ist nicht nur vorbildhaftes Handeln, sondern auch Geschenk. Manche alte Menschen werden dement. Manche werden griesgrämig. Manche werden aber auch altersmilde und altersweise. Besonders die Letzteren haben mich immer wieder überrascht, wie sehr das Herz eines Menschen sich öffnen kann, der so viele Jahrzehnte ganz anders war. Die meisten Familienväter und Familienmütter erleben das, wenn sie Oma und Opa werden. Dem kleinen Enkelkindchen schenken sie meist viel mehr Zuwendung als früher den Kindern. Mit ihm dürfen sie albern sein und die Erziehung auch ruhig mit frechen Späßen untergraben. Hannah und Simeon hatten große Freude. Sie haben den größten Spaß Gottes miterlebt. Der alte Gott, der sich offenbart hat im Alten Testament, mit Gesetzen, mit Plagen, mit Sintflut und gefordertem Blut von Opferlämmern. Der alte Gott, der wird nun zum Kind, zu Jesus. Was für ein Spaß! Wie viel Weisheit und Milde lässt Gott in diesen Plan zur Mitte der Weltzeit der Heilsgeschichte einfließen, dass er sich in einem Kindlein offenbart. Lernen wir doch von denjenigen alten Menschen, die uns Gutes taten. Und lernen wir auch von Gott, der sich im Neuen Testament als der gnädige und kindlich väterlich Liebende offenbart. Nehmen wir uns doch selbst bloß nicht so furchtbar ernst, was wir denn alles tun könnten. Wie viele Gottesdienste besuchen oder halten? Welches großartige Schauspiel von Aktivität und Fitness und Wohlstand wir den Menschen wohl geben könnten? Werden wir lieber wir selbst, ob alt oder jung oder mittendrin, werden wir lieber wir selbst, die von Gott ganz und gar Geliebten? Dann öffnen wir unsere Augen weit vor Staunen, wie ein Babylein oder wie ein altes Großmütterchen, das weise und mild ist, wie Hannah und Simeon. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.